So, dann sind wir von Teneriffa, wo wir mit beiden Kindern lange Zeit gelebt haben, nach Deutschland gezogen und gesagt, ich muss den Kindern jetzt irgendwas Adäquates bieten. Aus der Schule raus, Wochenende. Dann haben wir an der Ostsee uns einen Camper hingestellt, ganzjährig steht der da, nach dem Motto, wann immer irgendwie, du kommst aus der Schule rein ins Auto, ab an die Ostsee und einfach nur alles fallen lassen. Dann haben wir drei oder viermal mit einem Reisemobil eine Reise gemacht, wo ich sage, Leute, schöner geht es nicht. Die erste Reise war, wir wollten nach Skandinavien. Und irgendwann auf der Fehmarnbrücke hat es wie so oft da oben geblasen und geblasen. Und Wetterbericht für Skandinavien abgehört. Da haben wir gesagt, die Scheiße, das machen wir nicht. Da sind wir umgedreht und haben gesagt, wir fahren irgendwo in den Süden. Und eigentlich wollten wir zum Gardasee. Familie hat geschlafen, das ist sowieso ganz toll, wenn du dann die Nacht durchfährst. Ne? So, und dann habe ich mich auf der Höhe von Würzburg, und das werde ich nie vergessen, das ist jetzt 20 und 30 Jahre her, ne? Da habe ich mich verfahren und stand irgendwann kurz vor Wien. Und dann sind wir mit dem Reisemobil durch Wien gefahren. Und haben dann, weil wir wirklich übermüdet waren, kaputt waren und haben gesagt, wir brauchen jetzt auch mal ein Hotel. Dann sind wir vor irgendeinem Vier-Sterne-Hotel gefahren mit dem Reisemobil. Die hätten uns am liebsten weggeschossen, als sie dann mitgekriegt haben, dass wir auch gerne mal eine Nacht darüber verbringen würden, haben sie das Ding sogar noch um die Ecke gefahren. Aber diese Freiheit zu haben, das ist wirklich unglaublich. Ich habe ein Interview mit der Ruth Maria Kubitschek, die ihr jungen Leute wahrscheinlich gar nicht mehr kennt. Das ist die Grande Dame gewesen, ja. Und die wurde auch aufs Campen angesprochen. Und da hat sie etwas gesagt, was ich mir bis heute auch beibehalten habe. Da hat sie gesagt, das Schönste beim Campen oder auch beim Reisemobilen ist, dass du die eigene Verwahrlosung nicht nur hinnimmst, sondern sensationell schön findest. Da, wo wir zum Beispiel jetzt an der Ostsee sind, wenn ich da im Hotel wäre, je nach Wetterlage, du würdest dich anziehen, dann raus, dann gehst du wieder zurück, dann gehst du zum Essen, dann musst du dich wieder umziehen. So, im Camper habe ich zwei Koffer, ich brauche aber genau in 14 Tagen zwei Trainingsanzüge. So, und nehme auch noch die Hunde Also mit. Typ Jogginganzug? Ja, absolut. Ja. Also Lagerfeld würde sich umdrehen. Ja gut, also meine Jogginganzüge sind schon so ein bisschen, ne, ein bisschen nett sind die schon. Für mich gibt es wirklich absolut nichts Schöneres als Reise. Ich weiß gar nicht, ob es das Verb Reisemobilen gibt. Wenn jetzt haben wir das jetzt Wir gemeinsam machen das erfunden. jetzt. Es Wir ist haben jetzt das jetzt erfunden, Reisemobile. Reisemobile, ne? Und überlegen in der Tat, lässt sich aber wahrscheinlich nicht realisieren, ob wir das Haus, das wir in Berlin haben, möglicherweise verkaufen oder vermieten. Aber die Kinder leben da auch noch drin. Deswegen ist das natürlich alles ein bisschen kompliziert. Die Schwiegermama auch noch. Und einfach sagen, wir beide, Petra, du und ich, kaufen uns jetzt endlich, was wir schon seit Jahren machen wollen, ein Reisemobil und machen nichts anderes als, jetzt kommt das Verb wieder, Reisemobilen.